Herr Ruprecht, wir kommen jetzt gerade von der Ausfahrt mit dem Auto, mit dem Dienstwagen von Willem Keisen. Sie sind der Restaurator, der Zuständige beim Focke-Museum. Wie ist das denn, mit diesem Auto unterwegs sein zu dürfen? Ja, das Auto ist natürlich ein Traum. Das ist Luxusklasse der 60er Jahre und das fährt sich wie Butter. Das ist wunderbar. Können Sie denn nachempfinden, wie es für den Chauffeur war, den Willem Keisen zu kutschieren, durch die Stadt zu kutschieren, zum Senat? Man hört, dass Herr Keisen gerne geraucht hat. Also auf das Rauchen hätte ich gut und gerne verzichten können. Und ich glaube, als Chauffeur der damaligen Zeit war das auch nicht unbedingt angenehm, egal wie schön das Auto war. Aber wie heute zum Beispiel bei diesem heißen Wetter ohne Klimaanlage unterwegs zu sein als Chauffeur mit Anzug und eventuell auch noch Mütze, stelle ich mir doch sehr anstrengend vor. Wer diesen Wagen erleben will, wohin kommt er? Wo ist er zu sehen, am Focke-Museum oder im Focke-Museum? In der Regel haben wir ihn ausgestellt in unserer Ausstellungsvitrine vor dem Focke-Museum. Man kann ihn auch sehen, wenn man nicht ins Museum kommt. Hat das schon starke Resonanz bekommen? Also interessieren sich viele Leute dafür? Ja, also unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor den beobachten das von ihrem Fenster aus, dass diese Resonanz doch sehr groß ist. Dankeschön.